Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, habe ich hier das ID-Prospekt 2019-2020 für das Feuerwerk natürlich vor mir liegen. Habe ich heute am Samstag, heute ist der 14., 13.12., irgendwie so, 14.12., in meinem ID gesehen und natürlich direkt mitgenommen. Und das würde ich euch einfach mal gerne vorstellen. Ich habe mich vorher gerade so ein bisschen über die verschiedensten Produkte informiert. Und ich hoffe, dass ich euch da jetzt ein bisschen was zu sagen kann, was vielleicht lohnenswert ist, was vielleicht auch nicht und was man sich kaufen kann. Aber das ist natürlich auch immer viel Geschmackssache. Es geht auf der ersten Seite los, natürlich mit die Aldi-Knallertage zum Aldi-Preis. Auch hier wieder ab 7 Uhr geöffnet. Obwohl das ein Samstag ist, der 28.12., finde ich schon mal ziemlich cool. Ist eine gute Sache. Es geht hier auf der ersten Seite los mit dem Cobra-Sortiment. Ist natürlich ein Klassiker, viele kennen das schon. Für 9,99 € kann man mit diesem Set, glaube ich, echt nicht viel falsch machen. Man hat 2, 4, 6, 7 Raketen enthalten. Dann sieht man noch einige Sachen, wie zum Beispiel heftige Wunderkerzen. Böller sind noch mit enthalten. Ja, ich glaube, für 9,99 € kann man mit dem Set auf jeden Fall nicht viel falsch machen. Wir blättern mal um. Und sehen auf der linken Seite vier Glückraketen. Ich muss sagen, dass die mich in den Videos ziemlich überzeugt haben. Wobei es auch verschiedene Videos gibt. Also es gibt Videos, da haben die vier Glückraketen nur das Brokatgold. Es gibt aber auch welche, da haben die wie bei den Lidl-Goldraketen. Da gibt es zwei Chargen quasi. Eine Rakete hat dann das Brokatgold und die andere hat dann den Aufstieg zu Crackling, Popping Flowers. Mir gefallen beide Sorten ziemlich gut. Ich muss aber sagen, dass das Brokatgold mir fast besser gefällt. Ich habe sie aber halt auch noch nicht live gesehen. Für 8,99 € aber für die 6 Raketen circa 1,50 € pro Stück. Ist das eigentlich ein ziemlich guter Preis, wie ich finde. Kann man auf jeden Fall zuschlagen. Das Goliath kostet weiterhin 18,99 €. Hat mir ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Was heißt, es hat mir nicht gut gefallen? Mir gefällt die Sortierung darin nicht so gut. Wir haben zwar Bombenraketen, wobei hier auch wieder steht, dass es Profi-Bombenraketen sind. Es sind zum Beispiel Dreischlag-Bombenraketen enthalten. Das ist, wie ich finde, ziemlich cool. Und die Diamantsonne ist auch ziemlich cool. Aber ich finde, dass man für diesen Preis von diesem Set auch eigentlich was Besseres bekommen könnte. Und wenn man sich die Sachen selber aussuchen würde, wird man halt was Besseres bekommen. Ist also auch wieder hier Geschmackssache. Das Targa habe ich sogar noch letztes Jahr gezündet. Finde ich eigentlich vollkommen okay. Für 9,99 € ist es halt die Frage, ist man ein Weko Raketenfan oder halt auch nicht, und ich muss sagen, dass ich mich nur zu gewissen Effekten halt als Weko-Raketenfan beschreiben kann, ist halt immer so eine Sache. Also ich mag diese Plop-Raketen nicht so gerne, es gibt aber auch Raketen, die ploppen dann gar nicht und die haben dann einen ziemlich coolen Effekt, wie ich finde. Aber für 9,99 € ist es auf jeden Fall ein ziemlich guter Preis. Wir sehen hier nochmal, es gibt 5 Bombenfüllungsraketen und 3 Doppelschlagbomben. Ich muss dazu sagen, bei meinem Targa, was ich letztes Jahr gezündet habe, haben leider nicht eine einzige der 3 Bombenschlagraketen, Doppelschlagraketen gezündet. Was habe ich denn vorher gesagt? Bombenschlag. Keine einzige meiner Doppelschlagraketen hat gezündet. Also, okay, also der Doppelschlageffekt jetzt. Also, jede einzelne dieser 3 Doppelschlagraketen hat bei mir nur einmal gezündet. Das war ein bisschen schade. Ansonsten ist es für 9,99 € ein guter Preis, wenn es denn auch funktioniert. Also, mich haben schon einige Effekte überzeugt, aber dieses Ploppen, das finde ich halt nicht so cool. Dann gibt es weiterhin enthalten das Supernova, kennt man, ist ähnlich wie das Bombette, bin ich jetzt nicht so der Fan von, wird aber auch bestimmt seine überzeugten Fans haben und ist wahrscheinlich einfach gut geeignet, um sich warm zu schießen, solange es ein bisschen dunkel wird draußen an Silvester, das ist, glaube ich, eine gute Sache, was man sich kaufen kann. Ich bin nicht so der Fan davon, aber weiterhin 30 €. Das Indianapolis ist wahrscheinlich auch gut für Leute, die einfach viele Raketen haben möchten. 18 €, 18 Raketen ist, glaube ich, ein fairer Preis. Muss man halt Fan von den Raketen sein. Ist jetzt auch schon ein langer Bestandteil des ID-Prospekts vom Silvester-Sortiment. Kennt man ja schon, ne? Ist jetzt leider keine Neuheit. Dann haben wir auf der linken Seite die Rising Stars Blinker. Finde ich es richtig geil. Also den zum Beispiel. Ich hatte aber auch schon den Multicolor und den Silber hatte ich. Ne, den hatte ich glaube ich noch nicht. Aber den Blinker und den Multicolor hatte ich schon mal. Finde ich total gut. Ich finde sowieso die Bugano-Vulkane von Weco mit der Zusammenarbeit richtig coole Raketen, würde ich sagen. Richtig coole Vulkane. 9 €. Ich habe das schon im Lidl-Prospekt erzählt. In einem Fachhandel würde man dafür viel mehr bezahlen. Also ich finde den Preis hier richtig gut, kann man nichts sagen. Weiter geht's mit den Riesenwunderkerzen. 1,99 €, ja, muss ich nicht viel zu sagen, sind halt Riesenwunderkerzen. Wie viele sind da enthalten? 5 Stück sehe ich gerade. Ja, Klassiker. Kubis, 5,99 €, 15 Stück. Vielleicht teste ich die mal, ich weiß es noch gar nicht. Ich bin aber eher der Fan von, weiß ich gar nicht, so richtigen Kanonschlägen, nicht um den Kubis.
Ich weiß auch gar nicht, wie die in den letzten Jahren gewesen sind. Müsst ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben und mir sagen, ob die sich lohnen, ob die gut vom Knall sind oder auch nicht so. Aber ich finde, für 6 Euro 15 Kubis kann man überhaupt nichts sagen. Discounterpreise halt. Ein weiterer Klassiker, Dynamite Bag 1,99. Kann man auf jeden Fall machen, wie ich finde. Das Einzige, was nervt, sind halt Pyrocracker. Und hier diese, wie heißen die überhaupt? Silberkracher. Die finde ich halt überhaupt nicht gut. Also das sind wirklich, ja, steht zwar 10 Stück drauf, sind sie ja auch, aber die sind einfach nur total schlecht. Aber man kann einfach bei 1,99 überhaupt nichts sagen gegen dieses Set. Kann man sich auf jeden Fall kaufen. Das Jackpot finde ich auch mega gut geeignet, ähnlich wie das Feuerfeger vom Lidl, um sich warm zu schießen. Hier gibt es eigentlich fast nichts, was mich stört an dem Sortiment. Das finde ich ganz gut, außer dass es halt zweimal das Silberkracher hier drinne gibt, diese komischen Böller. Röhli ist auch dabei, ist eigentlich ein ganz nettes Set, gut sortiert. 7 Euro kann man überhaupt nichts zu sagen. Ist jetzt eigentlich nichts dabei, was total Grütze ist, wie ich finde. Weiter geht's hier mit ein bisschen F1. Pyro Action, brauche ich nicht viel zu sagen. Genauso hier Pyro Superstars. Die Sortierung gefallen mir eigentlich ganz gut. Teilweise sind dann aber doch ein bisschen viel Ramsch drin. Also hier sind einige Wunderkerzen. Hier sehen wir einige Knallteufel. Das gehört nicht so unbedingt für mich da rein. Ist natürlich aber auch, um ein bisschen Geld zu sparen. Ansonsten ist das für 5 Euro echt ein gutes Set. Und die Sortierung ist eigentlich total gut. Also es ist auch viel drin. Also kann man überhaupt nicht sagen. Hier das Highlight des Prospekts, Knallbomben um 2,99 natürlich. Ebenso das Party Fever, darf an Silvester einfach überhaupt nicht fehlen. Zuschlagen. Ihr wisst, dass das ein Scherz ist. Weiter geht's hier mit kleineren Verbünden, 17,99 € für den Midnight Hunter. Gibt's jetzt auch schon ein bisschen länger, bin ich nicht so der Fan von. Ich habe erst tatsächlich gedacht, dass es sich hier um, weiß ich nicht, so einen Alligator handeln könnte, aber die Videos sagen doch noch was anderes. Gefällt mir ehrlich gesagt nicht so gut. Den Final Showdown habe ich mir auch angeguckt, fand ich ein bisschen schade. Ich finde, dass der anfangs viel besser war als zum Schluss. Ist auch ein bisschen schwierig, wie ich finde. Also wir haben hier sehr viele Batterien enthalten, die viele Schusszahlen haben. 56 Schuss die erste, dann 60 und dann 80. Und ich finde, ja, das ist ein bisschen schwierig, da dann noch einen guten Effekt reinzubekommen. Wenn man halt viele Bombetten hat, dann muss man halt sehr viel übereinander lagern, damit es ein volles Bild am Himmel ergibt, was aber einfach ein bisschen schwierig ist. Und wir haben insgesamt 612 Gramm NEM, wie wir sehen. Was eigentlich, wenn man das auf die NEM rechnet, ist 30 Euro völlig okay, aber dafür kriegt man auch eine große, gute Batterie für 25 bis 30 Euro, die 500 Gramm hat, die mich mehr überzeugen würde. Dann haben wir hier, boah, das muss ich sagen, das ist so eine schicke Batterie, die finde ich richtig gut. Letztes Jahr habe ich die mir auf Verdacht gekauft tatsächlich. Ich habe sie im Aldi einfach mal mitgenommen, doppelt geschossen, Heavy Metal Reloaded. Fand ich richtig gut für 12,90 €, richtig schöne Blinker. Dafür gibt es von mir eine klare Kaufempfehlung. Das wird wahrscheinlich auch ja, mit der Hauptteil sein, warum ich zum Aldi fahre dieses Jahr, um mir die Heavy Metal Reloaded zu holen. Richtig gut. Weiter enthalten sind auch die Double Power. Letztes Jahr habe ich die auch gekauft, weil ich die im Lidl nicht hatte. Deswegen bei Aldi zugeschlagen für 3,99 €, super Preis. Kann man auch hier kaufen beim Aldi oder halt beim Lidl umgelabelt. Aber wie ich finde, super Teile, schöne Bombenrohre mit Feuertopf. Kann man nichts falsch machen. Witchcraft 13,90 €, 104 Schuss. Ist jetzt nicht so mein Ding. Das Maximalkaliber beträgt hier, glaube ich, 13 mm. Das ist schon, ja, es sind halt viele Kometen enthalten. Und das ist jetzt nicht so mein Gerät. Da kann man mit sich besser eine Powerbox kaufen. Da brauche ich jetzt nicht 14 Euro für eine 104 Schuss Batterie ausgeben. Also von meiner Seite aus ist das nicht viel. 256 Gramm ebenso. Für 14 Euro gibt es deutlich bessere Sachen. Gibt es hier nochmal so ein kleines Sortiment, Power Deluxe mit verschiedensten Batterien von Komet, ist nicht so meins. Der Gigant von Komet ist tatsächlich eine Batterie von Komet, die man kaufen kann. Gibt es viele Videos zu, finde ich in Ordnung, 18,99 €. Hier steht nochmal drauf, Explosivmasse bis zu 500 Gramm. Jedoch steht dann da nochmal, oh, Fokus 400 Gramm, ja. Aber ich muss sagen, ich finde den echt nicht schlecht für Kometware. Kann man nichts gegen sagen. Aber auch Geschmackssache wahrscheinlich. Gladiator, ne? Ja, brauche ich nicht viel zu sagen, ne? Casino Royale vielleicht? Copernicus, auch weiter enthalten. Hell on Wheels, also zu solchen Artikeln, wo ich nicht viel zu sagen, nicht wundern, sind halt einfach schon länger bekannt und finde ich dann meistens auch nicht so spannend, ehrlich gesagt. Hell on Wheels, 300 Schuss, Heulerbatterie natürlich auch wieder enthalten. Finde ich eigentlich ganz cool, so eine Heulerbatterie, aber ist halt das Problem, dass einfach sehr viele Plastikkappen oben drauf sind. Das ist dann wieder so eine Sache, wo ich denke, ah, muss halt echt nicht sein.
Der Dreamcatcher ist ein schöner Verbund, ist aber ehrlich gesagt nicht so was für mich. 30 Euro kostet der für 720 Gramm NDM. Was eigentlich okay ist, ist wieder auch das Schwierige, wie ich finde, eine 100-Schuss-Batterie ist hier enthalten. Am Anfang fand ich die total gut, aber am Ende hin hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft und gewünscht. Deswegen ist das nicht so mein Verbund. Atlantis, wenn man hier so die Aufreihung der Batterien sieht, könnte man denken, hier ist eine Poison, hier ist ein Alligator, ist aber tatsächlich nicht so, hat mir jetzt auch nicht so gut gefallen und ist jetzt auch keine Neuheit. Kennt man auch schon. Zu einem Artikel gibt es übrigens schon ziemlich viele Videos, außer bei den Neuheiten später. Da wird es dann fast ein bisschen schwieriger. Galaxy, ja, 2x100 Schuss, viel Röli, finde ich nicht so gut. Big Boom hat mich auch nicht überzeugt auf den Videos. Aber ich würde euch immer empfehlen, die eigene Meinung zu bilden und zu gucken, was gefällt einem, was will ich kaufen, was nicht. Ist halt auch ein bisschen schwierig, ne? 200 Gramm oder bis zu 200 Gramm, 9,99 €. Ja, da gibt es auch Besseres. Pegasus gibt es auch weiterhin, die finde ich eigentlich total okay. Ebenso die Van Gogh, auch wieder enthalten. Swords of Fire gibt es ein Video auf meinem Kanal zu. Das finde ich eigentlich eine ziemlich schicke Batterie. Das ist vielleicht so einer der Ausnahmen, die es manchmal gibt. Auch wenn viel Schuss enthalten sind, kann der Effekt doch ganz gut sein. Die würde ich sogar als eine Kaufempfehlung beschreiben. Für 19 Euro finde ich das völlig okay. Ja, die Poison sehen wir jetzt hier. Ist weiterhin mit 3,99 € datiert. Ja, ist ein Klassiker, kennt man. Barracuda. Bis zu 500 Gramm, 16 Euro. Hatte ich schon mal umgelabelt als Earthquake vom Famila, finde ich eigentlich völlig okay. Ist auch dann vielleicht eine der Ausnahmen, die ziemlich viel Schuss hat, dann aber doch einen recht guten Effekt am Himmel zeigt. Würde ich auch eine Kaufempfehlung voraussprechen. Und jetzt kommen wir schon zur letzten Seite. Macht euch gefasst, jetzt kommen die Neuheiten. Wir haben eine Neuheit, die vielleicht im ID Nord nur eine Neuheit ist. Die gab es nämlich schon 2017 im ID Süd. Sky of Diamonds, 50 Euro kostet das Ding. Und ich muss sagen, dass ich die auf dem Video total gut fand. Also für 50 Euro kann man da echt überhaupt nichts sagen. Brennt ein bisschen mehr als 2 Minuten, finde ich völlig okay. Schaut euch am besten mal ein Video an, da gibt es schon ein paar zu. 50 Euro, wie gesagt, 4 verschiedene Batterien verleitet. Völlig okay, wie ich finde. Dann haben wir eine weitere Neuheit, die Fantastic Four. Vielleicht kommt euch das bekannt vor. Es sind 4 verschiedene Effekte. Ja, ich sag mal Sky Shots. Ein bisschen günstiger für 3,99 €. Gibt es leider noch keine Videos zu. Vielleicht den QR-Code hier. Da habe ich leider jetzt gar nicht gescannt. Aber ich würde einfach sagen, kann man auf jeden Fall kaufen für 4 Euro. Bombenrohre finde ich sowieso super, dass es die im Discounter gibt. Deswegen hier eine Kaufempfehlung für. Allein um sie zu testen. Und selbst wenn sie nicht so gut sind, ist 4 Euro, glaube ich, noch verkraftbar. Dann noch eine Neuheit, Drachenzauber, 6,99 €, konnte ich leider überhaupt nicht zufinden, aber es ist mit einer Knister-Fontaine-Batterie beschrieben und ich würde sagen, das hört sich doch stark nach Pegasus an oder vielleicht sogar ein bisschen besser. Vielleicht hole ich mir den mal, um den zu testen, denn 7 Euro für einen schicken Verbund oder eher einen Fontaine-Verbund, sage ich mal, 80 Sekunden Brenndauer, kann man bestimmt mal machen. Ja. Fazit, es hat sich bei ID leider wieder nicht so viel getan, finde ich ein bisschen schade, immerhin gibt es hier so ein paar Neuheiten, wobei das ja schon quasi bekannt ist und dann gibt es noch den Drachenzauber und den Sky of Diamonds, ich wollte Swords of Fire sagen, gab es halt schon beim ID Süd, finde ich ein bisschen schade, dass ID da nicht so nachzieht, es sind die Klassiker, die weiterhin bestehen bleiben. Deswegen, wer diese mag, kann natürlich weiterhin gerne zu ID gehen und dort einkaufen. Ich hoffe, dass euch das ein bisschen gefallen hat, was ich hier gerade gemacht habe. Lasst doch gerne meine Bewertung da und zeigt mir, was man besser machen könnte. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.